Hi Leute, ich bin die Tochter von Jule und ich heiße Luna. Heute werde ich auch ein eigenes Video machen. Und zwar, ich zeige euch Farbgele und eine Überraschung ist dabei und Nagelöl. Hier zeige ich euch die ganze Zeit welche. Hier ist einmal von Laura Aletta ein Gel, das ist glaube ich Zitrone. Nagelöl von Zitrone. Ja, ist Zitrone. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Aber egal. Das ist auf jeden Fall Zitrone. Packe ich auch erstmal an die Seite. Dann ist hier nochmal eins von Laura Aletta. Das riecht so mehr nach Kaugummi, finde ich. So nach Hubba Bubba, finde ich. Riecht aber auf jeden Fall ganz gut. Oder Kirsche. Ja, riecht noch beides sehr, sehr gut. Dann ist hier noch eins von Laura Aletta. Ich glaube, das sind alle von Laura Aletta, ja. Und das riecht richtig gut. Ich weiß nicht, wonach. Kiwi. So, nach Kiwi und dann Labello. Das kommt auch wieder an die Seite. Dann habe ich hier noch eins von Laura Aletta. Erdbeere riecht auch ganz gut. Das ist auch von Laura Aletta. Dann habe ich hier noch eins von Laura Aletta. Das riecht nach Mango. Orange und nach Mango. Das kommt dann auch wieder an der Seite. Dann habe ich hier noch eins von Laura Aletta. Das ist dies. Das werde ich auch dran schnüffeln. Das riecht sehr, sehr gut nach Mango, finde ich. Und nach Erdbeer. Beides mal wieder. Dann habe ich hier noch eins von Laura Aletta. Mann, hier. Und das riecht nach Vanille. Auch ganz gut. Davon habe ich auch zwei. Dann habe ich hier noch eins von Laura Aletta, aber diesmal nicht so schwarz. Nicht in so einer schwarzen Verpackung. Das riecht nach Kokosnuss. Dann habe ich noch zwei Farbgele, ja. So, das waren auch dann die Nagelöle, die ich auch vorgestellt habe euch gerade eben. Das sind die. Und zwar die alle. Das waren schon viele. Die packe ich dann an die Seite. Dann kommt jetzt die Farbgele. Hier ist die Nummer 4. Das ist ein Thermogel. Im Licht verfärbt sich das. Das nennt man dann Thermogel. Finde ich auch ganz schön. Dann kommt das zweite. Das ist auch nochmal eine Nummer 4. Das ist so ein Grün, sieht man schon, glaube ich. Entweder grün oder so. Ach nee, das ist das. Das ist hier, glaube ich, auch hier. So, das ist richtig schön. Ich dachte erst, das wäre ein Grün. Aber nein, es ist so orange-grün. Dann kommt jetzt die Überraschung. Und zwar, damit kann man so Ketten oder Armbänder machen und davon hat meine Mama auch schon eins gemacht. Sogar zwei, einmal den Eis. Packe ich hier kurz wieder rein. Packe ich gleich Eis aus. So. Kommt gleich wieder zu euch. Dann habe ich hier nochmal ein Herzchen. Das wurde hiermit gemacht, das Herzchen packe ich auch
kurz da rein. Dann habe ich hier eine Schleife. Damit kann man auch Cooles anfangen. Dann habe ich hier noch ein kleines Smileychen. Den kann man gebrauchen, wenn man irgendwie glücklich ist oder so, kann man den benutzen. Dann ist hier eine kleine Muschel. Die ist auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch eine Blüte. Die ist auch sehr schön. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Sache. Dann habe ich hier noch Tipps. Die zeige ich euch auch nochmal. Hier ist so ein buntes. Ist auch sehr schön mit Mustern. Hat fast jedes, finde ich. Dann ist hier noch eins gemischtes. Ist auch sehr, sehr schön. Finde ich alles cool. Hier ist auch nochmal ein buntes, gemischtes. Das ist alles sehr, sehr schön. Und wie man das macht, müsst ihr von meiner Mama auf den Videos mal anschauen. Da müsst ihr nur die Glocke anschalten und abonnieren ganz viel und einen Daumen nach oben geben. Und hier ist dann eine kleine Hello Kitty mit Stern und eine Blume. Und hier sind dann so langweilige Farbgele, finde ich. Und hier ist noch so ein langweiliger Farbgel. Ja, und das war's auch schon mit meinem ganzen Video. Die Sachen, die ich euch vorgestellt habe, sind diese ganzen Sachen. Und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.